haben. Ja. Weil ohne Geschmack geht es auch nicht. Hammer, cool, ne? Ja. Wow. Was natürlich jetzt meiner Meinung nach auch Werbung wäre, wenn jetzt zum Beispiel da die nächste Party im Rooftop ist, dass die Kathi so ein Kleid anhat, dann musst du wieder dich so präsentieren wie das letzte Mal. Dann haben wir nämlich gesagt, ich gehe vor, hör mir die Lesung an und du kommst nach. Und dann waren die ganzen, als wäre es abgemacht, waren alle schon da und wir standen unten, ich habe schon Weinchen bestellt und so. Und dann ging gerade die Sonne unter und dann kam Kathi rein. Und dann stand sie in das ja oben, also wir waren unten die Location und dann musste erstmal oben auf die Treppe und dann kam sie rein, dann stand sie erstmal da und alle haben schon so hochgeguckt und ich habe so mein Handy rausgenommen und habe sie so angefilmt und fotografiert und dann kam sie die Treppe runtergelaufen und dann wurde ihr direkt die Hand gereicht von dem Besitzer, von dem Neuen, hat ihr die Hand gereicht, damit sie die Treppe gut runterkommt und das ist dann halt die geile Werbung, wenn sie so, dann so ein Kleidchen anhat, was? Gell? Dieses Teil schmeißt du in die Waschmaschine bei deiner Unterwäsche mit 30 Grad und ziehst du nächsten Morgen wieder an. Ja. Und passiert nichts. Oh, guck mal, keiner begreift diese Lumpen. Das sieht sogar nach ihr aus, finde ich. Ja, das ist einfach meine Welt gewesen. Sie hat nämlich, letztes Mal hattest du auch so einen Anzug Ich muss jetzt sagen, ich habe mir Jacke gelebt, richtig. Es ist nicht teuer. Ich weiß es. Es ist nicht teuer. Ich weiß es. Da ist auch. Ja, aha. Hier, das ist auch was für dich. Das ist nicht teuer. Hier, das ist auch, da bin ich aber leider zu dick für das Teil. Das Oberteil ist so schön. Das ist so schön. Ich habe jetzt schon so ausgewählt. Ich brauche jetzt nur noch schnell jemanden, der mir da nachhilft. Toll. Toll. Oh, Stoff. Ja. Guck dir das an. Ja. Eben gerade, wo wir... Aber Kinder, das gehört an Businessfrauen, die jetzt so in eurem Alter sind, müssten so angezogen sein. Es gibt keine. Nee. Aber warum begreifen die Leute das nicht? Kannst du mir das bitte erklären? Nein, kann ich leider nicht. Nein, kann ich auch nicht. Die haben alle keinen Geschmack. Die haben, sind von bis in... haben die für 10.000 Euro an, das sieht einfach scheiße aus. Haben mal die Dior-Klamotten, sind so furchtbar, die jetzt alle anhaben. Versace. Ich könnte kotzen. Null Geschmack, nur der Sakko. Ja, auch, klar. Ja. Und dann Hose und Leber. Wunderbar. Oh, das trägst ein Leben. Das wird nie unmodern. Nee, auf gar keinen Fall. Was glaubst du, warum hinten das so voll ist, das Zimmer? Weil das ist ein gesammeltes Leben. Ja. Hier, ich mach dir mal, du bist ja eine Pelzfrieda.